Apps, Lernvideos und interaktive Übungen. Das digitale Lernen ist längst schon fixer Bestandteil des Bildungsbereichs. Mit Scroller Digital und Scroller Edu Plus geben wir Ihnen vielfältige Werkzeuge zur digitalen Unterrichtsgestaltung für den Präsenz- und den Fernunterricht an die Hand. Scroller Edu Plus ist das digitale Magazin für Ihre Arbeit in unterschiedlichen Unterrichtsszenarien, analog oder auch digital. Es ermöglicht Ihnen, den digitalen Scroller ortsunabhängig und in unterschiedlichen Lernkontexten mit der Klasse zu erarbeiten. Das für Lehrkräfte entwickelte Angebot verbindet den digitalen Scroller mit abwechslungsreichen Zusatzaufgaben und Begleitmaterialien für die schulische und außerschulische Medienbildung von Kindern. Und so funktioniert es: Über die Teach Today Toolbox gelangen Sie in die Materialauswahl Scroller Edu Plus, die alle digitalen Scroller beinhaltet. Mit Klick auf das gewünschte Thema gelangen Sie zum jeweiligen Scroller Edu Plus Angebot. Dieses erscheint als Arbeitsoberfläche mit den digitalen Scrollerseiten in reduzierter Ansicht ohne die ablenkenden Elemente. Eine übersichtliche Seitennavigation und hilfreiche Editierwerkzeuge wie Spots ein- und ausblenden, Textmarkierungen oder Drucken stehen Ihnen hier zur Verfügung. Zusätzlich gibt es Lehrerspots, die weitere Übungsinhalte zu den Scrollerseiten bereithalten. Diese Spots aktivieren Sie mittels eines Zugangscodes, für den der Name unserer Initiative Pate stand. Ist die Aktivierung erfolgt, stehen Ihnen alle Übungsinhalte zur Verfügung. Die Palette der Übungsinhalte reicht von Video- und Audiomaterial bis hin zu abwechslungsreichen Übungsformaten wie Buchstabengitter, Lückentext, Zuordnungsübungen oder auch Fragequizzes. Hilfreiche Tipps und Anleitungen für die Vorbereitung einer Unterrichts- oder auch Projektstunde stehen Ihnen zusätzlich separat auf unserer Seite zur Verfügung. Scroller Edu Plus ermöglicht Ihnen den Einsatz aller Scroller-Inhalte in der Klasse oder Lerngruppe online sowie offline. Also probieren Sie es doch einfach mal aus.